Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Hunting Mythos und wir spielen wieder Castle Clicker und wir haben hier eine ganze Menge abzuholen. Aber erst wollen wir unsere Kohle. Die Kohlen. Ja, es gibt wieder eine ganze Menge. Wir power-uppen das Ding auf jeden Fall, so wie immer. Kostenlose Ressourcen. Harvest und Build gleichzeitig, sehr schön. Zwei Gemstones. Eine Erhöhung unserer maximalen Incoins. Die Goldmine. Ich hätte mal gleich die Dinger verteilen sollen. Schicken sie wieder für einen Tag los. Sie das Angebot raussuchen. Ach. Wieder einen Tag, zack. So. Kann ja zur Not immer noch die Boote beschleunigen. Wir wählen mal aus. Wir machen Bild und Klick. Und was würde uns jetzt gut entgegenkommen? Der Random Mindstone, ich weiß nicht. Wir nehmen einfach mal Holz. Komisch, wie sich das immer gedanklich ändert, ja. Was man eher machen will. Sehr, sehr seltsam. Quatsch. Stein ist immer sehr, sehr gut. Ja. Ich habe gestern alle Minen abgeerntet. Wirklich alle. Wir hatten bis eben keine Mine mehr. Ich werde wohl heute wieder alle Minen abernten. Nehmen wir mal einfach mal so an. Öl ist alle, ernsthaft? Erstmal hin hier mit der Bitte Kracho-Shirt hier. So, jetzt wollen wir mal erstmal wieder ein bisschen Öl herstellen. Wir haben ja mehr als genug Kohle. Muss ich kurz überlegen, wie das heißt. Hallo? Dann nehmen wir wie immer erstmal ein bisschen zocken. Wir gehen mal ins Casino und verzocken mal unser Zaster. Auf der Hoffnung, dass wir irgendwas kriegen. Irgendwas. Irgendwas Sinnvolles. Was ist eigentlich unsere Daily heute? Steine benutzen. Oh Mann, ernsthaft? Was können wir denn benutzen? Hier, nimm den bobbigen. Funktioniert hier aber nicht mal. Das ist ja eklig. Ist ja richtig eklig. Das ist gleich voll. Naja, dann halt hier. Was soll's. Sind die jetzt gleich? Mining und Harvesting? Ich weiß es ja nicht. Aber sehr schön, wie schnell das dadurch gehen würde, ja. Für mich könnte das immer so sein. Nee, stimmt. Mining und Harvesting, bin ich dann behämmert? Die sind. Das ist doch Harvesting, das ist immer gleich. 220 mal. 210 mal auf eine Mine klicken, das kriegen wir auch hin. Können wir uns gleich noch unsere Daily für heute abholen? Ist eigentlich auch nicht so verkehrt. Kann man mal mitnehmen, ne? Oh, da hat's ordentlich geknackt am Rücken. Eieiei. Die gute alte Joldmine. Joldmine, ja. Na, haben wir's denn bald? Ja, haben wir gleich. Noch 50 Mal. Was war das andere? 7 Rare Power Stones benutzen. Da könnte man fast mal umsiedeln. Da kann hier jeder mal. Zwei könnte man machen. Dann könnte man mal hier eine. Hier ist eine Millioner Mine. Wir müssen sowieso den Klick zu einer machen. Haben wir jetzt im Endeffekt. Und den Power Stone benutzt. Eigentlich müsste der zählen. Ich glaube, das ist ein Common Power Stone, ne? Ich glaube, ja. Aber die Million Steine brauchen wir. Damit könnten wir uns unsere Sailing School fertig machen. Dann holen wir erstmal das hier ab. Mehr Erfahrungspunkte, das können wir jetzt nicht benutzen. Dann machen wir jetzt halt hier diesen.
Wir hatten jetzt hier mal noch eine Minute. Dann schauen wir mal, was unser. Was diese Schule kostet. Ich glaube, wir haben damit schon angefangen, ne? Guck mal gleich mal nach, wenn der Powerstone abgelaufen ist. Es hat nämlich auch einen Vorteil, ja. Also, wir arbeiten mal schnell. Wir machen die Achievements langsam weiter. Weil das ist ja richtig effizient hier. Was schön, das wird immer so wäre. Oh, das wäre so schön. Dann könnte ich diese großen Minen einfach von Hand machen und nicht mehr einfach bei Nacht warten und meine Kohle alle machen hier. Mittlerweile verdienen wir ja 26.000, glaube ich. Die Sekunde. Ist schon wieder gut angestiegen. So, der Stone ist ausgelutscht. Vier draufschicken hier, dann sieht's, wie sieht's denn aus? 30.000 so, ja. Stimmt, die gibt 7.000 Gebäude. Dann wollten wir erstmal gucken, was die, beziehungsweise erstmal unser Casino zu Ende machen hier. Möchte immer noch wissen, ob wir irgendwas kriegen oder nicht. Gib mir irgendwas Tolles, gib mir irgendwas Tolles. So, mal ganz, ganz kurz heimlich gegähnt, ohne dass man es merkt. So, und ganz heimlich. Yay, yeah, eine Schatzkarte. Cool, immerhin. Wir haben mal was gekriegt. Ich glaub's ja nicht, meine Güte. Oh, laut, ich muss jetzt dann mal die Schatzkarte morgen mitmachen. Dann werde ich mich vielleicht heute drum kümmern, um diese ganzen Schlösser hier. Das weiß ich aber noch nicht. Ich muss wahrscheinlich für morgen wenigstens den Oxygen vorproduzieren, damit ich morgen auch noch Oxygen habe. Weil ich werde morgen Vormittag habe ich ein bisschen was zu tun. Da weiß ich nicht, ob ich dazu komme. So, die Schule. Dieses Ding hier. 3 Millionen Holz. Eieieiei. Da können wir mal den nächsten Powerstone benutzen hier, damit es ein bisschen schneller geht. Dann nehmen wir damit leider mal die Mine zurück. Das Marmor haben wir. Die Stoffbahn müssen wir noch herstellen lassen. Das Holz sowieso. Das ist ja ganz klar. Ja. Brauchen wir die ganze... Ne, wir haben nicht genug Material. Alles klar. So, dann nehmen wir noch schnell eine Mine. Ernten da noch ein bisschen, damit der Stone nicht nutzt, das abläuft. Ich hab das Gefühl, dass die... Nee, okay. Ich wollte sagen, die Mine wird vorher leer sein, aber nee, wird sie nicht. Aber das wäre cool, wenn. Das Schöne ist, ich brauche jetzt bloß noch hier so ein paar Hänselchen aufpacken, die dann hier arbeiten. Was wollte ich denn? Achso, ja, hier. Da. 5 Sheepstones benutzen. Schön, dass ich meine ganzen Sheepstones immer wegschmeiße. Das ist ja jetzt ein bisschen blöd. Dann können wir mal gucken, wie viel wir haben. Nicht einen. Das ist sehr ungünstig. So. Dann arbeiten die ein bisschen schneller, dann brauchen wir hier auf jeden Fall wieder ihn. So einen hübschen kleinen Trupp, der hier arbeitet. Wir machen immer noch Plus. Immer noch Plus. Gerade so immer noch Plus. Mittlerweile wird es jetzt eng. Ja, so, so ist okay. Machen sie immer noch Plus, aber wir kriegen ordentlich jetzt Material wieder. Das wird sich jetzt eine ganze Weile hinziehen. Bis das soweit ist. Ich wollte auch mal in die Stadt reinglotzen. Gibt keine Trades, die wir brauchen könnten. Ölpötte zu Gold. Nee. Andersrum vielleicht wäre sinnvoll.
Dann ist das also vorgemerkt. Das wird jetzt gebaut. Das kriegen wir vielleicht auch noch fertig bis morgen. Also Holz wird sicherlich. Da ein bisschen drauf aufpassen. Heute ist Sonntag, heute ist ja nicht los eigentlich. Na, deswegen gibt es auch eigentlich ja keine Probleme, denke ich. Das geht auch mittlerweile relativ schnell, ja. Was können wir halten? 682 Millionen. Okay. Das klingt ja nicht mal so schlecht. Bedeutet, dass wir 682 Millionen jetzt noch dreimal nachfüllen müssen. Viermal nachfüllen müssen. Insgesamt viermal nachfüllen. Das dauert richtig. Aber das kann ich ja so nebenbei machen, wenn ich irgendwas schaue nachher. Oder vielleicht während des Renderns und so. Und da ist das auch eine ideale Möglichkeit, das umzusetzen. Kann ich ein bisschen das Naruto-Handy-Game weiterspielen. Das läuft doch. Dann muss ich das nicht jetzt machen unbedingt. Die Frage ist nur, was machen wir? Weil wir müssten jetzt Sachen bauen, die kein Holz brauchen. Da aber alles Holz braucht. Achso, ja, damit kann ich die Arbeiter ausbilden. 160 Millionen davon. Wenn ich das jetzt mache, dann sind die alle wieder so. Oh, dann gehen die alle. Nee, das muss ich. Das muss ich. Ich kann das vorbereiten. Und dann morgen abschließen oder so. Das wäre eine Möglichkeit, damit ich die dann morgen fertig mache, die Gebäude, bevor ich alle wieder neu verteile. Weil jetzt habe ich alle schon verteilt. Na, dann sind die alle wieder weg und. Oh. Man kennt das ja, das Problem. Na los, hier wird fertig, da können wir endlich durchstarten hier. Warum wurden die von der Bethy Clothes Factory. Ach so, weil ich Öl benutzt habe. Nee, nicht ganz. Auch noch miese. Das muss schon ganz leicht plus machen, damit es sich lohnt. Aber hat schon einige produziert in der kurzen Zeit. Also, das geht schon, ja. Ist jetzt nicht so, dass das unendlich schlecht wäre. Was haben wir eigentlich noch? Wir haben noch eine kleine Goldmine. Das kann ich alles fertig machen heute. Das ist alles nichts. So wenig, wie wir da rausgekriegt haben im Endeffekt. Mit Zeit, dass wir unsere schnelleren Boote haben, dass wir mehr Zeug rauskriegen. So, also Universität ist fertig. Observatorium lässt sich bauen. Wir haben von allem erstmal genug. Wir bauen mal noch eins. Und es war noch eine Schatzkarte. Da können wir morgen mal auf Schatzkarten gehen. Die mal losschicken. Dann glotzen wir mal, was wir rauskriegen. Okay. Ich glaube, eins können wir danach noch bauen, dann ist Papier aber auch alle. Da muss ich erstmal neues Papier herstellen lassen. Über Nacht Papier herstellen, ja. Lüt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 
Zeit, dass wir das nächste upgraden, das nächste bauen können. Dass wir die großen kriegen. So, Keep. Eigentlich, wir haben so viele Einwohner, die wir ja nicht mal benutzen können, eigentlich. Ne, das ist ein bisschen uncool. Kann ich Kinderzwehr aufpacken? Da so Zwehe. Dann liegt noch im Rahmen, so. Gut, aber ich habe eigentlich nichts mehr, was wir großartig machen können. Würde ich mal so behaupten. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr einen Like da lassen. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze so findet. Wie man vielleicht ein bisschen besser vorankommt. Ein bisschen schneller vielleicht. Das wäre ganz cool. Weil die Punkte steigen nur langsam. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen.